Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Part 4 unseres Harry Potter Let's Plays. Ich nehme direkt im Anschluss vom letzten Part auf, das heißt, ich kann nicht auf eure Kommentare reagieren. Aber ich hatte gerade einfach so eine geile Story-Idee, deswegen machen wir da jetzt einfach direkt weiter. Subi, ich sehe so fertig aus. Aber meine Haut ist übrigens wieder besser, das habe ich letztes Mal gar nicht gesagt. Es lag tatsächlich am Make-up, glaube ich. Das habe ich einfach nicht vertragen, du. Da hat sich meine Haut gedacht, so, nö. Wollen wir nicht. Was macht denn die Lizzie eigentlich noch? Ihr macht schon wieder jeder nicht das, was er soll. Ihr sollt doch alle ins Bett gehen. Wir sehen uns einfach morgen früh, ich würde ich sagen. Hier passiert nicht mehr viel. Draco ist irgendwie ein Frühaufsteher. Dann geh mal aufs Klo und geh duschen. Wieso kommt sein Daddy einfach rein? Ah, oh, das macht man doch nicht bei Teenagern, Mensch. Lucius, was ist los mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Lizzie schläft mal wieder ein bisschen länger. Man kennt's. Auch sie wird duschen gehen. Wir haben eigentlich einen relativ guten Tag-Nacht-Rhythmus, muss ich sagen. Das kriege ich mit meinen anderen Sims-Familien nie so hin. Wir haben heute was extrem Cooles vor. Und zwar werden wir versuchen, dass alle nicht erfrieren, auf jeden Fall. Und dann werden wir noch was essen hier. Sie darf auch noch was essen. Und wieso hat Dobby das denn nicht weggeräumt? Mensch, Dobby. Kommt das Lucius weg? Ja, Lucius räumt auf, Mensch. Das ist ja krass. Wieso ist eigentlich die ganze Family immer hier? Weil es näher an der Küche ist, ne? Wir haben heute auf jeden Fall was richtig Cooles vor. Wir werden mit den Slytherins zum Quidditch-Feld gehen. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt und da habe ich Lust drauf und deswegen machen wir das. Lassen wir die zwei hier noch schön ihr Frühstück genießen. Schmeckt's, mein Guter? Es sieht irgendwie unglücklich aus. Die heutige Post wird zugestellt. Das interessiert doch überhaupt gar niemanden. Es gibt keine Rechnungen in der Harry Potter-Welt. Das gibt es nicht. So, wir werden jetzt hier hingehen. Wir nehmen ihn mit, ihn mit, ihn mit, ihn, sie mit, sie mit, ihn mit, sie mit, ihn, sie. Mehr geht nicht. Okay. Passt. Wir können ja dann eigentlich noch eine Versammlung starten. Und sammeln wir ein paar Gruppenpunkte, damit wir wieder welche Achievements freischalten können. Ich habe meine Brille schon wieder nicht an. Und dann wundere ich mich, warum ich Kopfweh habe. Alle am Start hier. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Oh, hier sieht es ja richtig cool aus. Oh mein Gott, das ist auch mega gut geworden. Das ist halt nicht funktional leider, aber es sieht richtig cool aus. Wir tun einfach so, als wären wir hier, weil ein Quidditch Spiel stattfindet, oder? Ja, so machen wir das. Aber Draco hat was ganz, ganz anderes vor. Mit der guten Lizzie. Die zeige ich jetzt mal hier so ein bisschen abseits. Er bittet sie. Nein! Wieso tut er nicht das, was ist? Er bittet sie mal so zur Seite, so sagt so: Komm mal mit. Dann wird er sie ein bisschen um den Finger wickeln. Lizzie weiß dann gar nicht, was los ist. Wie er einfach wieder umgedreht ist. Er wird sie um den Finger wickeln, so ein bisschen. Och nö. Könnt ihr bitte alle weggehen? Nein. Just go away. Die zwei wollen ihre Ruhe. Checkt er das nicht? Das checkt er nicht. Dann wird er ihre Hände küssen und sie einfach ein bisschen bezirzen. Nennt man das so? Bezirzen? Schön hast du das gemacht mit Harry und alles wird gut und flirte mal so ein bisschen und halt Händchen und rede über Interessen. Lizzie findet ihn ja eh schon umwerfend. Geht das schon? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Wir gucken. Ihr erfahrt nachher, wieso. Ihr erfahrt nachher. Da brauche ich gute Sicht. Gute Sicht brauche ich da. Leute! Wie sie einfach komplett ihm verfallen ist. Was ist los mit dir, Liz? Also ein bisschen Selbstachtung hätte ich dir jetzt doch auch noch. Also.
Das war zu einfach. Das war wirklich zu einfach. Dann schenkt ihr immer noch eine Rose und dann knuddelt er sie mal nochmal und was kann man noch Cooles machen? Baby machen in der Dusche? Eventuell nicht. Heute ausnahmsweise nicht. Aber nur ausnahmsweise. Und oh, du siehst ja so schön aus und hier ist einfach die Petunia, glaube ich, war das? War das die Petunia? Ja, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso das Ganze? Wieso? Ja, das wird er jetzt sagen. Beziehungsweise sie fragt jetzt erstmal so. Ich mag dich, aber was ist da los? Wir können eigentlich, das was sind wir, das passt doch. Ich mag dich, aber was soll das Ganze? So geht das jetzt nicht. Ich mag dich, aber was? Wieso? Warum jetzt? Wieso? Ich verstehe es nicht. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ich mag die. Okay, diese Antwort ignorieren wir jetzt einfach. Wir denken uns jetzt, dass er ihr die kalte Schulter zeigt. Er sagt so, ja, unsere Eltern haben uns doch eh schon einander versprochen, also wieso nicht? So. Mir hat nämlich jemand unter das letzte Video geschrieben, also unter Part 2, dass es eigentlich Sinn macht, dass die zwei zusammenkommen, weil sie ja eine Reinblüterin ist und die heiraten eh immer untereinander alle. Also es macht Sinn. Und Draco ist ja auch so jemand, der da sehr viel Wert drauf legt, dass reines Blut und so. Er hat ja Hermine auch damals als Schlammblut bezeichnet und so. Deswegen wird er sich da keinen großen Kopf drum machen und hat es jetzt halt einfach mal probiert und das hat ja funktioniert. Ja. Lizzie findet das wahrscheinlich nicht so geil. Lizzie findet das wahrscheinlich ganz und gar nicht geil. Deswegen wird sie ihm dann nachher auch ein bisschen... Können wir ihm irgendwie... Nee, können wir nicht. Ich wollte ihm eine Ohrfeige geben. Es geht aber nicht. Er erklärt ihr jetzt so ein bisschen was von der Familiengeschichte vielleicht. Wie er denn da jetzt draufkommt und so. Weil sie checkt da gar nichts. Wie versprochen und... was meinst du denn damit? Ich könnte mir vorstellen, dass Liz' Vater ein Abkommen mit den Malfoys hat vielleicht. Dadurch, dass sie sich um sie kümmern, dass sie dann versprochen sind oder so. Liz weiß da natürlich gar nichts drüber und ja, hat da, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Ich glaube, sie will einfach selber entscheiden können, mit wem sie ihre Zukunft verbringt. Und deswegen wird sie ihn jetzt auch ein bisschen anscheißen. Was fällt dir ein? Wieso? Das ist doch kein Grund, sich an mich ranzumachen. Oder hat sie recht, das ist wirklich kein Grund. Er hat halt einfach immer noch keine Gefühle gegenüber ihr. Das spricht ja auch schon einiges. Ja. Die zwei streiten noch ein bisschen und gehen dann im Streit auseinander. Und sie wird dann auch die Veranstaltung hier einfach verlassen. Er sieht halt auch gar nicht ein, was er jetzt falsch gemacht hat. So. Let's go. Puh, aufregend, aufregend. Wir könnten. Was könnten wir denn machen? Vielleicht wandert sie jetzt einfach so ein bisschen in Hogwarts rum und geht spazieren. Und trifft dann auf Emily und erzählt ihr das erstmal. Die zwei sollen ja Freundinnen werden. Ach, da ist der Hagrid. Hallo Hagrid. Aufreißen passiert. Nein, das wollen wir nicht. Oh, hier ist... Oh, und weg ist. Tag verschönern und dann erzählt sie ihre Miserie. Können wir ja eine Geschichte erzählen. Kennenlernen. Nein, über Eltern. Ja, sie beschwert sich über Draco. Was ihm einfällt.
Sie mag Draco, ja. Die verstehen sich ja auch ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass sie Partei für ihn ergreift und sagt, hey, ist doch gar nicht so schlimm, was stellst du dich so an? Und dann wird sie sagen, komm, wir verbringen einfach einen schönen Tag miteinander und lassen die Sorgen hinter uns. Und, oh, hier ist ein Lagerfeuer. Wir könnten ja ein Lagerfeuer machen, komm. Machen wir ein Lagerfeuer und dann üben die zwei noch ein bisschen Magie. Let's make a fire. Oh, hier ist es so schön. Oh, erstmal den Spiritus rein. Das ist genau das, was man nicht machen sollte. Spielen. Feuertanz? Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Oh, 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 Harry. Ich habe gehört, dass du deine Zauberkraft gestärkt hast. Möchtest du sie auf die Probe stellen und dich auf dem Duellgelände mit mir duellieren? Ja, wir werden gnadenlos scheitern, weil wir sind immer noch schlecht im Zaubern. Daran müssen wir echt arbeiten. Daran müssen wir arbeiten. Was schätzt ihr, wer gewinnt? Ich glaube, Harry. Es wäre komisch. Es wäre komisch, wenn wir gewinnen würden. Sie ist besser geworden, auf jeden Fall. Oh, ich finde das so cool. Oha! Liz, ich bin begeistert. Oh, wow. Oh, wow. Oh, das ist ja krass. Da hat sie ihn einfach mal platt gemacht, du. Und jetzt geht er. Sie hat ihn einfach mal platt gemacht. Das ist unrealistisch, dass er jetzt geht. Komm, bleib hier. Komm. Hä? Wieso geht der denn? Wo ist er hin? Okay, der ist ein bisschen. Ich plaudere mal mit ihm. Hallo? Kannst du bitte herkommen? Can you please come here? Ist er noch da? Ist er einfach woanders? Oder was? Ist das alles komisch? Ist das Ron? Ja, das ist Ron. Mit ihm könnten wir uns eigentlich auch anfreunden. Das wäre auch noch eine Idee. Aber ich glaube, sie hat es eher auf Harry abgesehen. Wo ist er denn hin? Kann ihn zumindest nicht... Doch. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Harry Potter wird gleich da sein. Da ist er ja. Komm. Richtig krass, dass sie gewonnen hat. Überhitzt. Warum ist es hier eigentlich immer so warm? Kann mir das jemand sagen? Zieh dir mal ein bisschen weniger an. Komm. Was ist denn ihre Heißwetterkleidung? Das da. Okay. So. Nicht, dass sie noch überhitzt. Sie hat ja ganz schön viele Stimmungen. Aufregender Tag für sie. Crazy, dass sie einfach gewonnen hat. Richtig krass. Die zwei könnten ja eigentlich... Wo kann man denn hier cool Magie üben? Hier, oder? Zusammen hier hingehen, komm. Ist da Kretze? Ja. Der Peter. Und dann können sie ja ein bisschen Magie üben zusammen. Kann man das zusammen machen oder muss da... Magie... Nee, geht nicht. Ja, dann soll sie einfach ein bisschen Magie üben, komm. Ungezähmte Magie. Packe ich immer noch nicht, dass sie gewonnen hat. Richtig krass. Wir sind ja erst im ersten Ding, Neuling. Harry müsste doch besser sein, oder? So, wir haben ja ein bisschen Magie zumindest geübt, aber das dauert einfach ewig. Ich habe eine Bar im Keller entdeckt. Ich glaube, ich würde die beiden jetzt einfach mal ein bisschen was trinken lassen. Liz wird jetzt mal ein bisschen für Stimmung sorgen hier. Vielleicht erzählt sie ihm auch von der Miserie mit Draco von vorhin. Wer bist du? Foxgloves. Okay. Oh, duelliert sich da oben jemand? Oh, okay. Cedric und die Clemence de Ville. Okay, okay. Kommt eigentlich? Kommt er her? Jetzt ist er weg oder was? Vielen Dank. Vielen Dank, dass du gegangen bist. Vielen Dank. Hm.
Es ist auch schon wieder spät und sie pinkelt sich eh gleich ein. Und der Tag war aufregend genug, würde ich sagen, für sie auf jeden Fall. Nach Windenburg, ich will nach Hause. Let's go home. Wo ist er eigentlich? Was er noch nicht zu Hause ist, war bei Mädchen. Bei der anderen. So gemerkt hat, dass er bei Liz so nicht landen kann. Da hat er sich gedacht, das wird eine einfache Nummer, ne? Liz wird ihn gar nicht beachten und direkt aufs Klo gehen und dann noch ein bisschen zocken. Wenn Lucius sich... komm, spiel du mit deiner Frau, wenn du was zocken willst. Und dann wird sie noch ein bisschen Blickblock spielen. Genau, so, that's the plan for today evening. Ist sie immer noch beeindruckt von ihm? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Hat sie gegenüber ihm schon? Achso, ja. Oh, Freude im Schnee. Oh, das ist ja süß. Hat sie mit ihr auch schon? Nö. Und gegenüber ihm hat sie nur das? Turteltom, schwer beeindruckt. Ja, sie ist immer noch schwer beeindruckt. Ja, mit Harry hat sie süßere Erinnerungen auf jeden Fall. Zumindest freudigere, hm? Kann man das so sagen? Hat Dobby wieder gekocht? Mensch, hier gibt es immer was zu essen. Das finde ich geil. Ich muss mich nie ums Essen kümmern. Dann kann sie jetzt noch kurz was essen gehen. Er hat auch Hunger. Dann treffen sie sich halt zufällig, ganz zufällig in der Küche. Aber nur rein zufällig. Blöd, dass sie zusammen wohnen, hä? Blöd. In so einem Fall. Dobby steht so da, so. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Hä, geht der jetzt? Ah, jetzt ist das Essen leer. Ja, komm, er setzt sich hin. Hey, können wir nochmal reden? Wie war dein Tag? Da sie ihn verehrt, wird sie drauf eingehen. Doof, wie sie ist, ne? Du könntest mal den Butler beauftragen. Was zum Essen zu machen. Aufgabe erteilen. Familienessen kochen. Geil mit der Glocke. Ah, witzig. Ja, komm, dann versuch doch nochmal dein Glück. Vielleicht. Hey, das war vorher nicht so gemeint. Ich mag dich wirklich? Hä? Was das? Riss in der Beziehung, weil sich von jemandem in der Nähe verletzt fühlt. What? Betrübt, verletzte Gefühle. Es ist enttäuschend, eine einst starke Beziehung zerbröckeln zu sehen. Draco wünscht sich, die Dinge wären anders gelaufen und er fragt sich, ob Elizabeth wohl genauso denkt. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber das Spiel spielt mir ja in die Karten, oder? Komm. Um Rat bitten. Als würde das Spiel wollen, dass die Storyline sich so entwickelt. Was können wir tun? Was können wir tun? Ich will nicht, dass das jetzt zwischen uns steht und... I'm really sorry. Und Liz geht drauf ein und sagt, ja, wenn du es ehrlich meinst. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Oh Gott. Okay, wir gehen ins Bett. Das wird heute nichts mehr. Oh, furzt er einfach vor ihr. Okay. Aber ist das schön, dass Draco so empfindet. Bin etwas irritiert. Etwas sehr irritiert. Hat Dobby jetzt was gekocht? Ja, dann kann er auch noch was essen hier. Irgendwie kocht er immer nur Frühstück. Es ist ja schon 7 Uhr morgens. Das war's mit dem tollen Schlafrhythmus. So. Lizzie wird dann ins Bad gehen. Will dann eigentlich duschen gehen. Aber
Wird dann von jemandem überrascht. No, stop, stop it. Oh, okay. Wir gehen einfach davon aus, dass sie im Bad überrascht wird. Und das eine führt zum anderen und ich habe nichts gedrückt, das ist einfach so passiert. It just happened. Ich bin raus. Ich bin raus. Sie ist halt auch völlig, also völlig verliebt, ne? Völlig. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ob das noch im Drama endet, ich weiß es nicht. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Oha. Sie ist halt überglücklich. Überglücklich. Hä? Was war das jetzt? Oh mein Gott. Ach so, ihr ist kalt. Sie ist halt echt überglücklich. Und er geht einfach. Ach so, er ist voll müde. Ach komm, dann könnt ihr doch beide nochmal im selben Bett schlafen, oder? Komm. Noch ein kleines Nickerchen, bevor der Tag losgeht. Heute ist Freitag. Wir handhaben den Freitag einfach so, als würde er schon zum Wochenende gehören. Okay, so wie es eigentlich sein sollte. Freitag sollte frei sein. Dobby denkt sich so, was ist da los? Wieso schlafen die in einem Bett? Aber nur der Hauself, ich darf ja nicht urteilen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Vorhänge sich bewegen? Ist das normal? Wisst ihr, was ich vermisse? Ich glaube, bei Sims 2, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei Sims 3 war, aber bei Sims 2 war es definitiv so, dass wenn sich zwei Liebende im Bett, im Doppelbett befanden und geschlafen haben, dass sie dann gekuschelt haben. Und ich fand das immer so süß. Und hier liegen sie einfach nur so da und machen nichts. So, genug geschlafen. Oh. Okay, wir müssen Rechnungen bezahlen. Ob wir uns das noch leisten können? Hm, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh, oh, 16.000 Simoleons. Ja, gut. Bezahl mal die Rechnungen, Draco, aus deiner Hosentasche. Das geht doch. Die Ausrottung naht. Lucius kämpft mit seiner Organisation dafür, eine Krankheit auszurotten, unter der die Sims auf der ganzen Welt schon lange leiden. Ist es Corona? Bitte, bitte rotte es aus. Lucius braucht politische Muskelkraft, um den letzten Schritt abzuschließen, aber dazu muss er zunächst eine Menge Überzeugungsarbeit leisten. Mach eine Pressekonferenz. Ich bin dafür. Eigentlich könnten die zwei ja heute einen schönen Tag miteinander verbringen, oder? Das könnten wir eigentlich machen. Sie könnten ja ein bisschen im privaten Irrgarten ein bisschen Spaß haben. Was kann man denn hier sonst noch machen? Eislaufen wäre eigentlich ganz cool, aber hier gibt es keine Eislaufanlage, oder? Nee. Nee, das gibt es nicht. Ja, die zwei gehen einfach ein bisschen spazieren. Hierhin fliegen, komm. Und du auch. Nee, nicht gehen. Bitte flieg. Du bist ja ewig unterwegs. Hey, warum kann sie nicht fliegen? Oh, beides so Bruchpiloten. Okay. Dann könnt ihr zwei doch auch mal eine kleine Schneeballschlacht machen, oder? Vielleicht entwickelt sie ja dann ihm gegenüber auch so... wo hat er jetzt den Müll her? Die zwei machen sich heute einfach einen schönen Tag. Er zeigt sich von seiner guten Seite. Und die zwei denken einfach mal gar nicht dran, dass sie eigentlich noch einen Auftrag vom dunklen Lord haben. Das ist süß mit der Schneeballschlacht immer. Aber sie ist richtig schlecht darin. Macht ja nichts draus. Ich bin auch nicht gut im Treffen. Oh, oh, oh nein! Witzig. Komm, jetzt wirf ihn auch mal ab. You can do it. Ich glaube an dich. Jetzt hat er auch mal daneben geworfen, tatsächlich. Oh.
Ich liebe die beiden zusammen. Ich liebe sie einfach. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut ausgeht. Ich bin mir einfach noch nicht so ganz sicher. Jetzt hat sie noch mehr Gefühle. Und er? Tiefe Verbundenheit. Okay. Singt sie was vor? Ach, scheiße, die ist echt. Die ist komplett in love. Aber komplett. Er redet über sich selbst. Gehen sie jetzt in den Busch? Wo ist denn hier ein Busch? Er führt direkt zu einem Busch. Wisst ihr, aus welchem Film das ist? Wisst ihr es? Verrat's nicht. Oh Gott, sie müssen erstmal durch. Das ist sie so. Fang mich doch, fang mich doch. Und er hat sie gefangen. Also mir wäre das ja... Okay. Mir wäre das ja definitiv zu kalt. Bisschen. Daraufhin wollte ich schon seit dem ersten Part. Darum freue ich mich da gerade richtig drüber. Ah, was kann man hier noch so Cooles machen? Sollen wir eine Münze werfen? Ach, hier geht das nicht. Was kann man hier noch machen? Kann man sogar hin? Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Oh, das kenne ich gar nicht. Das ist ja cool hier. Wobei er so anzündet. Der Mann sollte anzünden. Jetzt sind wir altmodisch. Wie sie alle eine Bruchlandung machen. Warum können die das nicht? Wieder der Spiritus zum Einsatz, du. So. Dann können sie ja eigentlich... Gemütlich machen. Oh, gemütlich machen? Wie sieht das aus? Oh, guckt sie euch an. Oh mein Gott. Ist das nicht ein süßes Bild? Ich fasse es nicht. Oh Gott, seid ihr süß. Ich liebe euch. Ich liebe euch einfach. Ach nee, das machen wir andersrum. Das sieht sonst komisch aus. Oh Gott, ey. Könnt ihr bitte für immer zusammenbleiben? Bitte. Bitte. Ich muss nicht mal was machen. Guckt euch einfach an, okay? Guckt euch an. Wie kann man so süß sein? Was tut sie? Was tut sie? Ein Feuer. Ach, das ist der Feuertanz, den ich vorher machen wollte. Okay. Okay. Was können wir noch machen? Wir können spielen. Ja, okay, Lizzie. Es ist okay. Hannah Smith will sich duellieren. Nee, wir sind gerade auf einer Verabredung. Auf einer Verabredung. Nicht wirklich, aber nein, wir können gerade nicht. No, we can't. Ich bin sehr beeindruckt von ihr. Die Tanzfähigkeit da oben. Hör mal auf, bevor du dir wehtust. Er hat voll wenig Gefühle gegenüber ihr und sie ist so voll so... I love you. I love you very much. Macht sie sich jetzt was zu essen? Nee, komm. Ihr könnt auch nach Hause gehen. Praktisch mit dem Fliegen. Hätte ich mal früher machen sollen. So, dann geh mal ganz schnell pullern. Oh, ich muss auch voll pullern. Ich muss auch pipi. Geh mal pullern. Und dann kannst du auch mal duschen gehen. Und der Draco. Was macht er? Was essen? That's a good plan. Wir waren halt noch gar nicht in der Schule heute, ne? Aber wir haben ja gesagt, heute ist Wochenende. Wir können noch ein bisschen Magie mit ihr üben, wenn sie duschen war. Und vielleicht noch was gegessen hat. Ach, guck mal. Das ist ja praktisch, dass sie gerade kommt. Können wir ihr gleich mal die Neuigkeit erzählen? Das wird sie natürlich freuen. Dann unterhalten die zwei sich halt noch ein bisschen. Und dann wird sie in ihr Zimmer gehen. Oh, du wirst immer mein kleines Baby sein. Ich finde die Fragen so nervig. Das passt überhaupt nicht hierher. Dann wird sie in ihr Zimmer gehen und noch ein bisschen Magie üben, damit wir endlich besser werden. Mensch! Ich habe übrigens die Alterung ausgemacht für die Sims, weil... Ja, ich möchte noch eine Weile spielen. Und die werden ja aber so schnell älter. So, Magie üben, ungezippte Magie üben.
Dann lassen wir sie noch ein bisschen Magie üben. Können wir denn überhaupt schon einen Zauber? Ich glaube nicht. Oh, oh, wenn man vom Teufel spricht. Wir können einen Blitz, was ist das? Oh, wir haben, wir haben einen neuen Ding erreicht. Okay, wir können jetzt den Blitz anwenden. Und wie? Nütze die elektrische Energie und lasse einen Blitz einschlagen. Können wir das nicht in Möbeln machen? Können wir das nur draußen machen? Ja, Draco posiert ein bisschen. Warum nicht? Es ist aber auch schon spät, deswegen gehen wir jetzt ins Bett. Und wir beenden den Part an dieser Stelle. Wie findet ihr die Entwicklung von Lizzie und Draco? Ich bin sehr gespannt. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!